Ja, herzlich willkommen zu meiner heutigen Kochsendung. Heute mache ich einen Strudel und zwar ausnahmsweise keinen Apfelstrudel, sondern einen Kürbisstrudel mit Salbei. Und deswegen bin ich hier, weil hier gibt es jede Menge Salbei. Das müsste jetzt eigentlich reichen. Riecht ganz toll. Und jetzt geht's ab in die Küche. Ja, das Salbei brauche ich erst später. Hab schon alles aufgebaut. Ich mache jetzt zuerst einen Strudelteig. Der muss ein bisschen ruhen. Ihr könnt natürlich auch Filoteig nehmen, fertigen. Aber ich finde, dieses Kneten tut auch gut und entspannt. Und außerdem, wenn man knetet, dann fängt schon die Fermentierung eigentlich des Teiges an und das Mehl baut Phytate ab, was es besser verträglich macht. Ja, während der Teig dann ruht, damit er fermentieren kann, und zwar bei Zimmertemperatur, raspel ich meinen Kürbis. In die Füllung kommt noch Feta, ein bisschen Quark, getrocknete Tomaten und eine Lauchstange. Und das Ganze wird eingewickelt und in den Teig werde ich so ein bisschen hier die Salbeiblätter einarbeiten. Das Ganze wird dann eingewickelt und gebacken. Jetzt fange ich mit dem Teig an. Und zwar nehme ich 1050er Mehl, weil ganz weißes Mehl ist nicht so aromatisch und enthält auch nicht so viel gute Substanzen. Vollkornmehl finde ich für Strudelteig ein bisschen herbe. Jetzt kommt da rein etwas Salz. Ein Ei. Ein Schuss Zitronensaft. Linsäure im Zitronensaft fungiert wie ein Backhilfsmittel. Und jetzt kommen noch 3 Esslöffel Olivenöl rein, damit der Teig noch etwas geschmeidiger wird. Und nun noch so viel, etwa 100 Milliliter lauwarmes Wasser, dass ein gut formbarer Teig entsteht. Und das 1050er Mehl, das braucht auch schon etwas mehr Flüssigkeit als weißes Mehl, 405er Mehl. Und Vollkornmehl braucht noch mehr Flüssigkeit. Strudelteig soll ja ganz dünn ausgerollt werden, deswegen er braucht weder Backpulver noch Hefe noch irgendein Mittel zum Gehen. Die Handwärme, die sorgt dafür, dass diese Fermentierung eben in Gang kommt. Und das ist eben mit einer Küchenmaschine gar nicht zu ersetzen. So, ich glaube, jetzt bin ich zufrieden. Da klebt nichts mehr, der ist ganz schön elastisch. Und jetzt wickele ich ihn in Frischhaltefolie, das ist ganz wichtig. Und auf gar keinen Fall kalt stellen, denn wir wissen ja, Fermentation braucht immer ein bisschen Wärme. Und dieser Teig entfaltet sich am besten, ja, einfach bei Zimmertemperatur. Geht auch mit einem kleineren Löffel oder sollte halt scharfkantig sein, ein bisschen. So, einmal. Ich habe es gestern mit Zucchini gemacht, habe ich 700 Gramm genommen, aber hier, der Kürbis war ungefähr 900 Gramm, aber wenn ich das alles wegtue, dann entspricht das ungefähr, es kommt auch nicht so genau, denn dieser Kürbis, den raspel ich jetzt gleich, das sind meine 2 Knoblauchzehen, die kommen auch in die Füllung. Diese alte Maschine ist ein Trecker und doch manchmal etwas überraschend. Geht's jetzt zum Schluss? Weil sonst werden die nicht wirklich weich und es gibt keine einheitliche Masse und deswegen werde ich sie ein bisschen vordünsten, auch damit es etwas trockener wird. Und zwar offen schmoren, das tut auch dem Aroma gut. Dazu nehme ich jetzt ein bisschen Olivenöl und gebe auch schon ein bisschen Salz dazu, weil das öffnet die Poren so ein bisschen. Jetzt kommt gleich noch meine Knoblauch dazu.
Eigentlich soll der Kürbis immer nur so zusammenfallen. Eben bei Zucchini ist es ganz wichtig. Das viertle ich jetzt nochmal, weil ich das nicht mehr dünsten werde. Und wenn wir das jetzt nicht sehr in sehr schmale Streifen schneiden, dann ist das hinterher, wenn man Stücke vom Strudel abschneidet, dann zieht sich der Lauch. Und deswegen mache ich den jetzt wirklich ganz fein. Das geht mit der Küchenmaschine nicht so toll, deswegen mache ich das lieber per Hand. So. Ja, was kommt noch rein? Getrocknete Tomaten. Davon kann man nie genug reintun, weil die einfach so toll schmecken. Tue ich jetzt einfach alles rein. Was sehr würzig. Salz. 100 Gramm Quark. Dann noch Feta. Kommt noch ein bisschen Parmesan dazu, Pfeffer, könnte vielleicht auch noch ein bisschen Chili. So. Denn dann kann ich hinterher, man merkt schon, der Teig ist ganz schön elastisch, lässt sich ziehen. Jetzt kommen halt meine Salbeiblätter. Wie alle Kräuter wirkt Salbei natürlich auch bei Verdauungsbeschwerden. Die werdet ihr aber bei diesem Strudel nicht haben. Und viel Füllung, aber ich glaube, ich kriege das hin. Jetzt kann ich mich ganz einfach hier das Tuch nehmen. Haha, ganz einfach. Also wichtig ist, das Tuch vorher völlig zu mehlen. Jetzt wird es nochmal mit Öl bestrichen. Jetzt streue ich nochmal ein paar Kürbiskerne drauf. Und jetzt kommt mein Strudel. Mein Kürbis-Salbei-Strudel hier in den Ofen. Fertig ist mein Kürbisstrudel. Und wenn ich ihn jetzt mal anschneide, seht ihr, dass er wunderbar geraten ist. Ja, macht's mal nach. Viel Spaß dabei. Er lässt sich auch super teilen, einfrieren, könnt ihr mitnehmen als Prep-Food. Ist eigentlich Gemüse pur, weil ein Kilo Kürbis, eine dicke Lauchstange, Knoblauch, getrocknete Tomaten und 1050er Mehl. Also gesünder geht's echt nicht. Ja, und schmecken tut's auch ganz toll. Viel Spaß dabei.